Hier präsentieren wir die 5 besten Dekopiersäge-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Dremel Dekopiersäge MS-20-1/5. Besonders beeindruckt waren wir von der Vielseitigkeit dieses Designs in unserem Scroll-Sägetest. Als Beispiel kann es an der Tabelle befestigt werden, sodass Sie es verwenden können, um größere Produkte zu schneiden. Vielmehr kann es auch mobil genutzt werden. Sie halten es gerade in der Hand, was zusätzliche Flexibilität ermöglicht. Das Werkzeug ist idealer für die Arbeit in der Kunst. Wenn Sie wirklich dicke Hölzer oder Stähle damit reduzieren wollen, müssen Sie ein zusätzliches Design besser nutzen. Dennoch hat der Elektromotor nur 70 Watt. Dadurch ist es fast unmöglich, Holz über eine Dichte von 7 mm zu schneiden. Nummer 4. Works WX572 Tischsäge Blade Runner 650W. Der Works ist eines der effektivsten Geräte in unserem Scroll-Sägetest. Sein Motor erzeugt 650 Watt, weshalb er schnell mit extrem dicken Materialien umgehen kann. Mehrere Sägeblätter bestehen ebenfalls im Lieferumfang, was bedeutet, dass sie so lange wie möglich zur Verfügung gestellt werden. Sie können zusätzlich recht schnell und auch ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Das Werkzeug berücksichtigt zusätzlich 7,75 Kilogramm. Es kann daher bequem geliefert werden. Dennoch ist es schwer genug, nicht zu rutschen, während Sie arbeiten. In unserem Scroll-Sägetest störte uns die schlechte Handhabung dennoch. Das Modell enthält teilweise weniger robuste Teile, wodurch die Gesamtausfallreihen drastisch minimiert wird. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Scheppach Dekopiersäge SD1600V. Der Scheppach Motor hat eine Leistung von 120 Watt. Er erhöht sich auf eine Hubgeschwindigkeit von 500 bis 1700 Schlägen pro Minute. Das reicht aus, um relativ dicke Produkte bis zu 406 mm schnell zu schneiden. Nichtsdestotrotz ist die Version extra für den Hobbybereich gedacht. Es verwendet immer noch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus kann der Tisch um 0 bis 45 geändert werden, was mehrere Einsatzstellen ermöglicht. In unserem Scroll-Sägetest waren wir zusätzlich von der Einfachheit der Bedienung begeistert. Dies ist der beste Weg, um das Produkt auf dem Teller zu verschieben. Und auch sehr feine Arbeit kann schnell von Hand erledigt werden. Vor der Ernennung muss nichts zusammengetragen werden. Nummer 2. Einhell Dekopiersäge TCSS 405E. Dieses Design ist besser für den Hobbybereich. Es erfüllt sein Ziel perfekt, da es für verschiedene Materialien wie Holz, Stahl oder Kunststoff verwendet werden kann. Für besonders dicke Werkstücke ist das Gadget jedoch nicht geeignet. Der Elektromotor mit seinen 120 Watt gehört nicht zu den leistungsstärksten. Es schneidet dünnere Produkte wirklich genau. Dennoch gab es keine Mängel in unserer Scroll-Sägeprüfung. Wir müssen über das Sägeblatt murren. Wenn Sie es häufig nutzen, wird es nach kurzer Zeit langweilig. Sie müssen es nicht mit dem gleichen Design ändern, sondern stattdessen ein Produkt von einem weiteren Hersteller verwenden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Proxon 28092-28092 Dekopiersäge DSH. Dieses Design hat uns in unserem Scroll-Sägetest aufgrund seines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses besonders verblüfft. Trotz der relativ reduzierten Beschaffungskosten wurde unten ein außergewöhnlich leistungsstarker Motor montiert. Es handelt sich um eine Leistung von 205 Watt. Es erhöht das Sägeblatt besonders effizient und auch Sie können mit ihm das Gerät nutzen, um auch dickere Holzstücke zu verfeinern. Der Proxon hat ebenfalls ein relativ hohes Gewicht von 20 Kilogramm. Es ist sicher, nicht wegzurutschen, wenn Sie mit ihm gesehen. Es ist zusätzlich mit einem Ventilator ausgestattet, der sofort Sargstaub absaugt. Außerdem sind die Sägearme wirklich schlank, weshalb sie den Anblick nicht behindern. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.